Nach dem Motto This is Sony präsentiert sich der Hersteller auf dem bislang größten Messestand der IFA und in der Sony-Firmengeschichte. 6000 Quadratmeter neueste Technologien. Wir sind vor Ort und sprechen mit Silke Bernhardt von Sony. Die kann uns ein bisschen mehr über die Produkte erzählen, vor allem über den spannenden 200 Hertz LCD-Fernseher. Ja, Sony hat im wahrsten Sinne des Wortes den Herzschlag im Bereich LCD-Fernsehen erhöht. Das heißt, wir haben die 200-Hertz-Technologie zur Marktreife gebracht und können diese erstmals unseren Konsumenten hier bei unseren Bravia-Fernsehern zeigen. 200 Hertz, ich kann damit nichts anfangen. Was bedeutet das eigentlich? Ja, der Standard in Deutschland war bisher 50 bzw. 100 Hertz und das heißt, wir haben jetzt die Bildwiederholungsrate erhöht auf 200 Bildern pro Sekunde. Das heißt, insbesondere bei Action-Szenen oder bei Sportübertragungen sehen Sie ein ganz flüssiges Bild. Jetzt interessiert mich natürlich auch noch der Preis. Neue Technologie, auch teuer? Der 200 Hertz Bravia ist ab 2699 Euro erhältlich. Und wann kommt er auf den Markt? Der wird jetzt zum Herbst im Oktober im deutschen Markt sein. Wir haben ihn auf der CES schon gesehen, wir haben ihn auf der CeBIT schon gesehen, den OLED-Fernseher von Sony. Warum ist der immer noch ein Thema bei der IFA? Ja, wir präsentieren den OLED auf der IFA, weil er jetzt in den deutschen Markt eingeführt wird. Das heißt, die Konsumenten können Anfang 2009 den OLED im Handel erwerben. OLED wird gehandelt als die Nachfolgetechnologie von LCD. Warum? Ja, im Gegensatz zur LCD-Technologie benötigt der OLED keine Hintergrundbeleuchtung. Das heißt, der OLED-Displays sind selbstleuchtend und bieten dadurch ein sehr beeindruckendes Kontrastverhältnis von 1 zu 1 Million und den perfekten Schwarzwert. Wir sagen immer, OLED-Schauen ist wie aus dem Fenster gucken, weil Sie ein bisher noch nicht gekanntes Bilderlebnis haben. Und zudem sind die Fernsehgeräte einfach unfassbar dünn. Das ist richtig. Zudem, dass wir keine Rückbeleuchtung hier brauchen, haben wir natürlich auch einen Vorteil beim Thema Design. Das heißt, wir können ihn extrem dünn bauen. 3 mm dünn ist er. Und ich denke, da wird in Zukunft noch viel passieren. Wie viel wird er kosten? Der 11 Zoll OLED wird 3500 Euro kosten. Den haben wir zur Marktreife gebracht. Wir stehen gerade vor dem Prototypen, der 27 Zoll groß ist. Der wird dann wahrscheinlich in den nächsten Jahren hier auf den deutschen Markt kommen. Und wir arbeiten natürlich beständig daran, die Bildschirmdiagonalen noch größer zu machen. Silke, ein Highlight will ich es mal nennen. Das sieht man nur bei Sony. Was ist es denn eigentlich, was dazwischen uns steht? Ja, wir stehen hier vor einem wirklich außergewöhnlichen Lautsprechersystem von Sony, welches 360-Grad-Klang bietet. Das heißt, egal wo man im Raum steht, man hat die gleiche Klangqualität. Jetzt sehe ich hier nur einen Lautsprecher. Reicht mir denn einer in meinem Wohnzimmer? Ja, und zwar deshalb, weil jeder Zentimeter des Zylinders vibriert und vertikal Sound abgibt, 360 Grad. Ich habe zu Hause auch Lautsprecher, ja. Da gibt es einen Hochtöner, einen Mitteltöner und einen Basslautsprecher. Wo sind denn die bei diesem Gerät? Hier werden die hohen Töne oben im Zylinder produziert. Die Mitteltöne kommen aus der Mitte und unten im unteren Teil ist der Subwoofer integriert. Kann das jeder kaufen und wie viel kostet denn dieser Lautsprecher? Na, es ist natürlich ein ganz besonderes Lautsprechersystem von Sony und kostet 9.999 Euro. Wann gibt es das Gerät zu kaufen? Das Gerät ist ab Herbst im Handel.